Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier der Marsch. Ich wünsche mal allen einen schönen Samstag und schon mal für morgen einen schönen Sonntag. Falls ich das morgen in der Folge vergessen sollte, Folge mal vor, ich kenne mich am besten. Ich vergesse eh öfter mal was. Hinterher fällt mir ein, oh, hast du was vorgehabt? Ist auch nicht weiter schlimm. Das ist halt so. Wenn ich besonders wenn ich mit der Aufnahmereihe beginne, dann schaue ich immer nach Fehlermeldungen. Ja, irgendwelche anderen Dinge, die man gucken muss. Ne? Ton, Hintergrundmusik. Hintergrundmusik ist ganz wichtig, dass es bei Rose nicht läuft, vielleicht. Ne? Das ist dann ungünstig. Da hatte mich neulich geärgert gehabt. Hatte die erste Folge fertig gehabt. Und dann sehe ich Hintergrundmusik. Die passt nicht dazu, das ist das ganze Problem. Wenn es eine passende Musik dazu wäre, dann wäre das Problem nicht da, wie gesagt. Aber Hintergrundmusik ist für alles, finde ich, eigentlich ganz gut. Aber wie für das andere Spiel eher nicht, ne? Ja, ich brauche Bäume. Aber Holzzeit ist eigentlich im Winter, ne? Aber die anderen Bäume werden nicht wachsen. Machen wir erst die Eichen? Mal sehen. Vielleicht wachsen die schneller. Normalerweise wachsen Eichen nicht so schnell. Die Buche wächst schneller. Doppelte. Wir hatten ja mal in unseren Urwäldern Europas alles voller Eichen gehabt. Da kam der Mensch, hat Siedlungen gegründet, Dörfer damals, ne? Dörfer. Und ja, dann hat er halt das Gebiet wieder verlassen, wo der Boden unfruchtbar wurde. Jetzt komischerweise da, wo die Bäume stehen, wächst kein Unkraut. Vorne an. Wir fahren den Unkraut weg. Und nicht schlecht. Nur wir fahren recht aus. So, die ersten gepflanzt, ne? Bin ja gespannt, wann die. Da geht Unkraut nicht weg. Ja, macht nichts. Jedenfalls, meiner Meinung ist es so, wenn man später die Bäume fällen und wieder wegfräsen, macht es sich hier leichter, wo schon mal weg ist. Ne? Das kann man besser sehen. Im Grün, im Gebüsch siehst du das meist nicht. Da war Baumstumpf vor. Da man einen LKW reinfahren und rausholen. Das ist blöd, wenn da jetzt plötzlich Bäume stehen. Mal sehen, heute Nacht, morgen müsste das Gras ja soweit sein. Das zu Heu umwandeln, ne? Blöder Baum, blöder. Von vorne an, ne? Bist du vom Kopf weg? Aber so passt schon, ist okay. Ich habe neulich eine Sendung gesehen über Walnüsse. Walnüsse, die darfst du gar nicht fällen. Geschweige groß Äste abschneiden. Es gab mal eine alte Verordnung zu Reichszeiten, Kaiserszeiten, und darum, dass dieses Holz gut geeignet ist für den Gewehrkolben. Wenn die jetzt zum Beispiel plötzlich Holz brauchen,
Da fahren sie es ganz gut, da kommt das überall privat an Bauern steht. Ganz nebenbei wird man da noch Nüsse essen, ne? Nüsse waren ja nah, sind ja nahrhaft, ne? Also weil der Traktor fällt im Cockpit. Ich bin auf Walnüsse bin ich steht nicht so. Also essen hier. Eher Haselnüsse. Später mal zu Hause anpflanzen. Ja, muss sie halt rechtzeitig einlagern und trocknen. Ne? Das sind die sind da und scannen die ja weg, ne? Dann Rest die Nadelröhre drauf. Ne? Ich wollte mal hier keine Bäume im Beton pflanzen, das habe ich hier ein bisschen durchgeprobiert. Ja, ein Bauer kennt keinen Feierabend, wenn er Arbeit hat, ne? So im Winter hat er ein bisschen mehr Freizeit. Wenn die Arbeit ruht, ne? Aber das ist halt so. Dann hast du Tiere, die müssen auch hinterversorgt werden. Huhn. Rind oder Schaf oder Schwein. Dann hinter ihre Pflege. Futter und ausmisten halt, ne? Und daneben kein Bäume fällen, ne? Neben Acker, ne? So ungünstig, dass man nicht durch die Frucht gefahren ist. Aber jetzt will ich auch nicht kurz anfangen mit Bäumen, weil das im Prinzip jetzt nachher, ja, wäre zu spät. Auch wenn Heu theoretisch fast allein läuft, ne? Fast. Ich bin gerade weg auf 4 Tage, hier ist 2. Später wird es hier auch mit. Da kriegen wir einen hin. Nein, ich mach da mal nicht. Komm, einen Pflanzer noch. Soll nicht sein. Muss ich jetzt im Fluss eine quer fahren. Wie hier. Jetzt mit einem los werden. Ah. Dazu noch ein. Also erstens wirklich Eichen. Du brauchst ja nur Eicheln sammeln im Herbst und steckst in die Erde rein. Nicht tief. 2-3 cm reicht aus. Dann wachsen die
entsprechend im Frühjahr. Natur macht das so. Gibt zu Helfer. Eichelherr zum Beispiel. Der Name heißt schon mal so, ne? Eichelherr. So wie das Eichhörnchen halt die Früchte sammelt und dann vergräbt, versteckt. Als Vorrat für den Winter, ne? Die Tiere vergessen auch mal ein oder zwei Stellen, wo sie was gemacht haben, ne? Und gibt's da mal sehen, wird früher gepflanzt, dann kommt mit den letzten. Gibt's da Stände, wenn er könnte? Nö. Aber früher Mod. Ganz eng pflanzen. Ist auch blöd. Das sieht nur so weit aus. Aber wenn die Bäume groß sind, dann brauchen die auch Platz. Naja, oft werden sie ganz dicht gepflanzt und dann nachher belichtet, ne, dass sie gerade wachsen. Wenn Bäume keinen Platz haben und dann ins Licht wollen, dann wachsen sie ganz schnell in die Höhe. Dadurch werden sie gezwungen, gerade zu wachsen. Man muss trotzdem hinterher auslichten, ne, sonst ist dann nachher alle überleben halt nicht, ne? Nix, warte, nix. Ah, fahrt ja quer einer lang. Ups, den Baum durch. Wenn Bäume gepflanzt haben, werden sie meistens eingezäunt. Dass das Bild nicht das verbeißt, ne? Die Rehe oder das Rotwild allgemein, also Hirsche, Dammel und so, die fressen ganz gerne die Köpfe ab. Wenn das Kopf also weg ist, dann ist das eigentlich vorbei mit Wachsen. Ne? Die treiben zwar auch halt nicht aus, aber ideal ist das nicht. Also juckt. So, wird dunkel, ne? Da befürchte ich ein Nachtwachstum. Ja, gut. Ist ja so, ne? Ja, da oben ja noch ein Wald. Oh, das hier von Raps. Kühe. Da bin ich noch drinne. 4 Monate. Das sind die. Die Anzahl sehe ich jetzt nicht. Ach, hier 52. Schon wieder alle. Ich weiß auch nicht. Die fressen mir die Haare im Kopf. Deswegen muss die Kühe auch weg, das ist der Stall haut nicht hin. Also Kühe werden wahrscheinlich hinhauen, aber der Stall nicht. Mal Licht anmachen hier. Oh. Ich habe ja den Mod jetzt aber deaktiviert, um wieder aufdecken zu können. Das ist ja ganz gut, wenn er es spinnt und eine Wand dran ist, ne? Aber so zwischendurch ist er blöd. Weil sonst bringt er die Wege kein Geld, wenn die Silage nicht bearbeitet wird, ne? Und ich muss auch irgendwann wieder frei haben, und das kommt auch noch hinzu. Muss aber schauen, wie ich hinkriege, dass ich das Mais Lust kriege, Mais Silage. Aber höchstens hier. Baum. Zwar
Gebäude. Silos. Und Mais Plus. Mal gucken. Die ist nicht groß, aber. Noch dämlicher. So, dann geht auch Mais Plus rein, ne? Also eine Ladung. Mehr ist da nicht. Wegen Mais-Silage. Ich werde es probieren, den Silo von Fiction, aber ich glaube, da wird es nicht gehen. Produktion geht auf jeden Fall nicht, das weiß ich genau. Das nimmt er mir nicht an. Wisst ihr was? Es ist dunkel. 20 Uhr. Ich mache mal den Sprung im Hof. Und da werde ich in der Folgeende kurz schlafen. Aber ich sage schon mal schönen Dank, dass ihr reinschaut. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier im Arsch. Tschüss. Das kann ja passend schlafen, muss man nicht aufzeichnen, ne? Bis nächstes Mal. Bis morgen. Vielleicht, ne? Bisschen lauter. Ich bin da. Tschüss.